Hallo und herzlich willkommen bei Pilzverrückt. Ja, das letzte Video ist schon 5 Wochen her. Es gab einfach nichts zu finden bei uns. Der Wald war wirklich wie leer gefegt. Jetzt hat es die letzten Tage ordentlich geregnet. Also ich hoffe, dass wir heute ein paar schöne Funde machen können. Ich bin gespannt. Los geht's. Jo, die Kameraden hatte ich heute gar nicht unbedingt so richtig auf dem Zettel gehabt. Ich bin heute eher so auf Röhrlinge und Täublinge aus. Aber man ist ja flexibel und nimmt, was die Natur einen gibt. Oh, schaut mal, ein richtig toller, ganz frischer, auch schön großer Pfifferling. Erster Fund für heute. Der geht natürlich in den Korb, ganz klar, der kommt mit. Toll. Ja, und wo ein Pfifferling steht, lohnt es sich immer, sich umzugucken. Hier steht noch ein zweiter, auch eine tolle Größe. Der kommt ebenfalls mit ins Körbchen. Freue ich mich. Hier drücken sich zwei, man sieht es an meinem Finger, wie klein die noch sind. Zwei ganz kleine, man sieht sehr gut die roten Flocken schon. Zwei kleine Hexenröhrlinge raus. Die sind natürlich noch viel zu klein, die dürfen stehen bleiben, selbstverständlich. Aber schon gut zu erkennen, die roten Flocken. Ja, mal gucken. So in ein paar Tagen, ob ich nochmal hierher kommen kann. Dann kann ich mir die vielleicht holen. Hier im Moos leuchten mich einige schöne, hellorangene Pilzköpfe an. Und was das genau ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, hier in der Mitte ist jetzt einer dieser leuchtend gelben oder orangenen Pilze. Ich habe mal bewusst die beiden Pfifferlinge von eben daneben gelegt, um zu zeigen, wie ähnlich in der Hutfarbe und auch in der Hutstruktur, wenn ich den jetzt mal rausnehme, dann sieht man auch, die Hutstruktur ist sehr, sehr ähnlich dem Pfifferling. Jetzt schneide ich ihn mal auf, vor allem den Stiel. Wir sehen hier unten auch, wir haben Lamellen, keine Leisten und der Stiel ist innen orange. Und wenn ich jetzt mal den Pfifferling von eben nehme, da sehen wir hier an der Fraßstelle weißes Stielfleisch. Das heißt, das hier ist kein Pfifferling, es ist der falsche Pfifferling, ein Verwechslungspartner oder der Verwechslungspartner überhaupt für die Pfifferlinge. Er ist schwach magen-darm-giftig. Wenn jetzt mal ein einzelner Pilz mit in die Pfanne kommt, ist das nicht weiter schlimm. In größeren Mengen wird es dann ja nicht gut für den Magen, aber nichts, was einen umbringt, aber trotzdem achtet darauf, dass hier nur die echten Pfifferlinge eben mit den Leisten, ohne Lamellen, weißes Fruchtfleisch wirklich mit in den Korb tut. Jetzt noch mal ein kleiner Hinweis sozusagen in eigener Sache. In meinen YouTube Analytics kann ich sehen, dass ungefähr 80% von euch, die meine Videos schauen, den Kanal überhaupt nicht abonniert haben. Deswegen, wenn euch meine Videos gefallen, jetzt mal kurz Pause drücken, den Kanal abonnieren und dann das Video bis zum Ende weiterschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Den kennt wirklich jedes Kind gut zu erkennen. Hier drückt sich ein ganz junger Fliegenpilz heraus. Das ist natürlich ein richtig gutes Zeichen, dass die jetzt kommen, weil dann kommen jetzt auch die Steinpilze und auch die anderen Röhrlinge. Mal gucken, ob das heute ein Glückszeichen für mich ist. Ja, der Fliegenpilz von eben hat mir Glück gebracht. Der steht nämlich nur so 4-5 Meter weiter neben mir. Mein erster Steinpilz für dieses Jahr. Ich hole ihn mal raus. Ist noch relativ klein, aber ein schönes Exemplar. Richtig schön. Toller Fund. Ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt, aber hier unter dem Farn, da versteckt sich was. Da ist er. Ein wunderschöner Steinpilz. Ja, ich stelle die Kamera jetzt mal hin und dann holen wir den raus. Ja, ich denke, so könnt ihr ihn gut sehen. Er ist ein bisschen krumm gewachsen. Tief rausschneiden, damit wir nichts verschenken. Da ist er. Loch natürlich wieder ordentlich zumachen. Ja, wunderschöner Steinpilz. Bisschen krumm, aber das macht ja nichts. Toller Fund. Und was ich eben gesehen habe, schaut mal, da versteckt sich tatsächlich noch ein zweiter. Sehr gut. Ein weiterer toller Fliegenpilz als Glücksbringer für heute.
Die ersten Steinpilze sind jetzt hier auch schon im Körbchen. Es kann also gerne so weitergehen. Ja, eine weitere Pilzart, die ich heute euch noch gar nicht zeigen konnte. Wenn überhaupt schon mal. Ich hole ihn mal raus. Da ist er. Also, wir sehen auch wieder Röhren, relativ weit entfernt auch, oder grobe Röhren. Und ich schneide ihn jetzt mal auf. Und wir sehen richtig gelbes Stielfleisch. Das ist der Pfefferröhrling. Und also der Pfefferröhrling ist einer der besten, ja, Steinpilzanzeiger überhaupt. Also wo der wächst, dort wachsen auch Steinpilze. Ja, ihr seht, der Hut guckt gerade so aus der Erde raus. Der Stiel ist noch gut vergraben. Ich nutze das Messer jetzt mal hier so ein bisschen als Hebel. Mal gucken, wo der Stiel lang geht. Da geht er lang. Oh, jetzt ist mir leider der Hut abgebrochen. Das macht aber nichts. Na, der Stiel sitzt sehr fest. Auch der ist wieder ganz krumm gewachsen. Aber das Loch gut zumachen, dass der Hut ab ist, das macht gar nichts. Der Stiel ist ja auch so verwendbar. Der Hut natürlich auch. Wieder ein toller, großer Steinpilz. Auch der kommt mit in den Korb. Ja, eine weitere Pilzart und auch Gattung, die wir heute noch gar nicht hatten. Ich hole ihn mal vorsichtig heraus. Wir sehen, der Pilz hat unten eine Knolle. Wir sehen oben auf der Huthaut Reste der Gesamthülle, diese Schüppchen, wie sie zum Beispiel ja auch beim Fliegenpilz vorkommt, den wir ja auch schon gesehen haben. Was wir hier sehen, sind eindeutige Rottöne hier an der Verletzungsstelle, an der Knolle, auch hier oben, hier unter dem Hut am Stiel sehen wir rötliche Töne und dann ist die Bestimmung relativ klar. Das ist hier der Perlpilz oder auch rötender Wulzling genannt, ein Speisepilz, ein essbarer Pilz. Sonst sammle ich sie nicht so, den habe ich jetzt rausgemacht, den nehme ich mit, kommt mit ins Essen heute Abend. Ja, ich bin jetzt im Hochtaunus wirklich angekommen, sehr viel höher geht es jetzt nun nicht mehr. Hier sind wir im Fichtenwald und zu meinen Füßen stehen einige Fruchtkörper. Die zeige ich euch jetzt mal. Hier steht einer, da drüben steht noch einer. Hier habe ich einen dritten gesehen. Hier hinten ist noch ein vierter. Ja, und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt an. Ich hole jetzt mal einen der Fruchtkörper raus. Da ist er. Wir sehen gelbliche Röhren, einen braunen Stiel, einen braunen kastanienfarbenen Hut. Und jetzt drücke ich mal hier mit dem Finger so ein bisschen an den Röhren. Jetzt warten wir mal kurz. Man sieht schon, die Röhren verfärben sich blau. Wir haben es also hier mit Maronen zu tun, Maronenröhrling zu tun. Ein wunderbarer Speisepilz. Ja, und die vier Fruchtkörper, die kommen natürlich mit. Ja, und wenn wir schon die ja wahrscheinlich wichtigsten oder am häufigsten gesammelten Pilze jetzt im Herbst auch gefunden haben, die Marone und den Steinpilz, dann gucken wir uns die beiden doch noch mal etwas näher an. Denn zum Beispiel auf Facebook ist das immer wieder ein Thema. Gerade bei ja, weniger erfahrenen Pilzsammlern, habe ich denn jetzt eine Marone oder habe ich einen Steinpilz oder vielleicht was ganz anderes. Die Marone vom Stiel her bräunlich mit einer ja, Längszeichnung, die Lamellen hellgelb zu Beginn, auf Druck bläuend, man sieht es hier noch, der Hut namensgebend, die Maroni, die Esskastanie, dieses Braun. Beim Steinpilz haben wir immer irgendwo eine Netzzeichnung am Stiel, hier so ein bisschen noch zu erkennen dort unter dem Hut. Die Röhren sind zu Beginn weiß, später im Alter werden sie dann olivfarben. Also diese beiden Pilze sind eigentlich relativ gut zu unterscheiden, wenn man sich die Merkmale ein bisschen einprägt. Ja, das war sie, meine Tour durch den Hochtaunus. Die Röhrlinge, sie kommen jetzt. Endlich geht es richtig los. Steinpilze, Maronen, alles ist dabei gewesen heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, so verpasst ihr auch nichts, wenn es mit den Pilzen weitergeht. Macht's gut!
Ciao.